Hallo, mein Name ist Nils Uhlemann und herzlich willkommen zum Newsflash für den Januar und Februar 2016. Gleich zu Beginn die Ergebnisse der Hochschulwahlen. Erneut stärkste Kraft ist die ADF mit 21 Sitzen. Dann folgen die Grüne Hochschulgruppe mit 13, die Juso-Hochschulgruppe als große Zugewinnerin mit 11 und der RCDS wieder mit 9 Sitzen. Die Basisgruppen holen erneut 4 Sitze, Schwarz-Rot-Kollaps erlangt einen, die Parteihochschulgruppe 2 Sitze. Die liberale Hochschulgruppe ist nicht mehr im Parlament vertreten. Der Hochschulableger der AfD, die JA-Hochschulgruppe, zieht auch dieses Jahr nicht ins Parlament ein. Trotz der Verschiebungen ergibt sich ein ähnliches Bild wie letztes Jahr. Auch 2015 hatten ADF und RCDS keine eigene Mehrheit und waren auf die Vertreter der ehemaligen Fraktionen der Parteihochschulgruppe angewiesen. Dass ein solches Bündnis erneut zustande kommt, ist allerdings fraglich. Möglicherweise formiert sich stattdessen ein linkes Bündnis. Vertreterinnen der linken Gruppen äußerten sich dahingehend optimistisch. Wer am Ende den Aster und damit die Regierung bildet, hängt maßgeblich vom Verhalten der Parteihochschulgruppe ab und wird sich erst nach den Koalitionsverhandlungen ergeben, die in den nächsten Wochen anstehen. Sowohl das Bus-, das Kultur- als auch das Bahnsemesterticket wurden dieses Jahr mit großer Mehrheit angenommen. Zum Ausgang der Wahlen folgt nun ein Gastkommentar von Thomas Forsting vom Campusradio gehört. Die Hochschulwahlen sind vorbei und die Studierenden haben entschieden. Das Ergebnis der Urabstimmung ist an sich keine Überraschung, die derart starke Zustimmung für das Busticket zumindest erwähnenswert. Eine kleine Überraschung birgt jedoch das Ergebnis der Stupawahlen. Obwohl die aktuell den Aster stellenden Gruppen ADF und RCDS ihr Ergebnis vom Vorjahr leicht verbessern bzw. wiederholen konnten, führt die Fastverdoppelung der Sitze von 6 auf 11 bei der Juso-HSG zu Jubelschreien, während im Asterlager Resignation herrscht. Direkt nach der Wahl sehen sich Jusos gemeinsam mit der GHG-Basisgruppenliste und Schwarz-Rot-Kollaps schon im Aster, während ADF und RCDS sich in der Opposition sehen. Doch dieses Szenario funktioniert nur mit der Parteihochschulgruppe, die mit ihren 2 Sitzen das Zünglein an der Waage darstellt. Wir haben also wieder einen linken Aster. Vielleicht. Vielleicht ist in dieser hochschulpolitischen Landschaft die Links-Rechts-Einteilung aber auch zu kurz gedacht. In einem Stupa, wo die klare Rechte mit der jungen Alternative glücklicherweise wieder einen Maulkorb verpasst bekommen hat und die konservative Gruppe des RCDS sich nicht auf die Bühne allgemeinpolitischer Inhalte traut, sondern sich als sach- und serviceorientiert sieht. Eine Sichtweise, die die ADF aus ihrem Selbstverständnis heraus ebenfalls teilt. Auf der anderen Seite haben wir politische Gruppen, die sich klar allgemeinpolitisch positionieren. Eine Unterteilung in serviceorientiert versus allgemeinpolitisches Lager wäre da treffender. Nach der Wahl sieht sich also die allgemeinpolitische Fraktion als klarer Sieger, die Servicefraktion hat resigniert und sieht ihre Koalition als gescheitert an. Doch sollte man nicht außer Acht lassen, dass mit der Parteihochschulgruppe eine Gruppe in der Verantwortung ist, deren Maxime die Nichtverantwortung ist. Eine Gruppe mit einzubeziehen, die die hochschulpolitische Bühne nutzt, um sie zu persiflieren, ist riskant. Dies zeigen nicht nur die Vorgänge in der vergangenen Legislatur. Es muss ein großes Bündnis von 5 Gruppen her, damit die Juso-HSG ihren Wahlsieg auch in den Aster tragen kann. Das ist eine politische Mammutaufgabe, die erstmal geschafft werden muss. Man kann also hoffen, dass es endlich wieder einen Aster gibt, der das allgemeinpolitische Mandat ernst und wahrnimmt. Wo heutzutage etablierte Parteien mit einer satten Selbstzufriedenheit den politischen Alltag bestimmen, wo im Hauruck-Verfahren Entscheidungen durch die Parlamente gepeitscht werden und damit der Politikverdruss in der Gesellschaft vorangetrieben wird, ist es wichtig, dass es dem neuen Aster gelingt, mit authentischer, junger, studentischer Politik den Finger in die Wunde zu legen und eine starke politische Stimme abseits des Etablierten darzustellen. Wenn dabei nicht die Studierenden und ihre alltäglichen Bedürfnisse aus den Augen verloren werden, hat unsere Studierendenschaft viel gewonnen. Wie auch immer die Koalitionsverhandlungen ausgehen mögen, wünsche ich dem kommenden Aster viel Erfolg bei diesen Herausforderungen. Am 19. Januar wurde die Fotoausstellung Jesiden auf der Flucht im Beisein von dem Fotografen, Vertretern der Gesellschaft für bedrohte Völker, Oberbürgermeister Rolf-Georg Köhler und Gästen eröffnet. Sie zeigt Bilder, die Aslan Kilsilian während seiner Besuche in Flüchtlingslagern in der Türkei gemacht hat. Die Ausstellung läuft bis zum 16. Februar und kann werktags zu den allgemeinen Öffnungszeiten im Foyer des neuen Rathauses besucht werden. Vom 26. bis zum 28. Februar findet zum zweiten Mal das Göttinger Kurzfilmfestival Macht mal halblang statt. Besucher können an diesem Wochenende 28 Kurzfilme an 3 Spielstätten anschauen: im Lumière, im Studio des Deutschen Theaters und im Hörsaal 011 des ZHG.
Organisiert wird das Festival vom Verein Göttinger Filmnetzwerk e.V. Dieses Mal bringt das Theater im OP einen Klassiker von Astrid Lindgren auf die Bühne, die Brüder Löwenherz. Es ist ein bewegendes Märchen, das von Mut, Liebe, Freundschaft und der Kraft der Fantasie erzählt, aber auch von Tod und Verlust. Das Stück wird von Musik und selbstgeschriebenen Liedern begleitet und bietet neben einem großen Ensemble fantastische Kostüme und jede Menge Spannung. Premiere war am 16. Januar und noch bis zum 13. Februar könnt ihr es euch in der Aula am Waldweg ansehen. Für Studierende ist der Eintritt mit dem Kulturticket wie immer frei. Ausnahmsweise eine Meldung in eigener Sache. Das Campusfernsehen Univision feiert in diesen Tagen seinen 5. Geburtstag. Zu den Uniwahlen 2011 veröffentlichten wir unsere ersten 3 Videoclips. Seither sind fast 100 Videos entstanden. Das alles ohne finanzielle Unterstützung, allein basierend auf dem freiwilligen Engagement aller Beteiligten. Wir freuen uns auf viele weitere Jahre mit vielen unterhaltsamen und informativen Videos für euch. Das war der Newsflash. Wir gehen jetzt unser 5-jähriges Jubiläum feiern. Auf Wiedersehen!